Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Todgehört TV. Ich bin der Adrian und heute reden wir mal über die Tour von Creator und Dimmu Borgir. Ja, normalerweise mache ich ja die Live-Reviews, die ich von den Konzerten nicht besucht habe, in schriftlicher Form. Aber heute habe ich mir mal gedacht, ja, probieren wir es doch einfach mal aus, wie das ist, so in Videoform. Ich war gestern auf dem Frankfurt-Konzert von der Tour von Creator und Dimmu Borgir. Zusammen mit, die werden jeweils unterstützt von Bloodbath und von Hatebreed, genau. Also ein ziemlich durchmischtes Line-Up gewesen, von Oldschool-Death-Metal über Hardcore oder Hardcore-Metal, wie man das nennen mag, was Hatebreed machen, über Symphonic, Dark-Metal, Black-Metal in Anführungsstrichen, bisschen halt so Creator mit klassischem Thrash-Metal. Ja, hat, aber ich muss sagen, überraschend gut funktioniert, so um jetzt mal so vorneweg einen Gesamteindruck zu geben. Also war erstmal super gut besucht, ich würde jetzt sagen, nicht ganz ausverkauft. Es gab auch noch Karten an der Abendkasse, das auf jeden Fall, das habe ich gesehen. Man hat es auch drin gemerkt, man konnte sich vorne auch relativ gut nach vorne bewegen und auch aus einer akzeptablen Entfernung die Band sehen. Aber das muss ich sagen, ist in der Jahrhunderthalle sowieso mal ziemlich cool gemacht. Also für die, die es nicht kennen, man kommt unten rein in der ersten Etage, da gibt es dann auch Garderobe, Toiletten, Food Area, also man kann auch was zu essen kaufen und Getränke. Und dann, wenn man die Treppe hochgeht, da ist dann halt der Konzertsaal mit Balkon, wo man sich auch hinsetzen kann, wenn man möchte. Haben das sich überraschend viele getan. Und halt Stäblereich da vorne, der relativ breit ist, relativ ausladend, so dass man jetzt nicht wie in anderen Venues, man halt sich dann doch relativ schnell an der Seite an seine Grenzen stößt, hat man dort auch oft genug Auslauf, um das war ein bisschen schräg, aber immer noch von recht weit vorne und aus akzeptabler Sicht eine Band zu sehen. Preise sind für meinen Geschmack überteuert. Das heißt, man zahlt 3,40 für ein kleines Getränk, also zum Beispiel Apfelwein, und 5,20 für ein normales Bier, also 0,5, was ich schon ziemlich gepfeffert finde. Plus 2 Euro Pfand, auch wenn die Becher eigentlich ganz witzig waren, mit diesem entweder ein paar Motiven von Creator oder ein paar Motiven von Dimmu Borgir bedruckt. Aber da halt auch wirklich 2 Euro Pfand und man konnte sie nicht wieder an die Theke abgeben, angeblich aus hygienischen Gründen. Man musste zu einem anderen Stand, der zum Glück meistens direkt daneben war. Also überhaupt hätte ich persönlich auch ein bisschen mehr Bierstände und so weiter offen gehabt oben, dass nur ein Bierstand offen war und dann auch meistens nur so zur Hälfte besetzt, dass man dann doch meistens ja gerade so 2 Songs gebraucht hat, um wieder mit dem Getränk vor die Bühne zu gehen, fand ich ein bisschen doof. So, genug aber davon. Nochmal kurz zu den Bands. Wie gesagt, Bloodbath haben das Ganze um 6 Uhr bereits abends eröffnet. Und ich muss sagen, ja, Nick Holmes von Paradise Lost und seine Kollegen von Bloodbath haben echt einen guten Job gemacht. Also mir hat es echt gut gefallen. Ja, So You Die und natürlich das legendäre Eaton am Ende. Großartige Sachen und mir gefällt Bloodbath ja insgesamt sehr, sehr gut. Das Set war so ein bisschen, dieser typische Schweden-Death-Metal, so ein bisschen so ein rockiger Einschlag, wie man es ja auch von frühen, also nicht ganz so rockig wie zum Beispiel Entombed, aber eher so in der Anfangszeit auch von Dismember oder so herkennt. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und wer Bloodbath kennt, weiß, dass die Jungs alle da schon jahrzehntelange Erfahrung haben und super gute Musiker sind und dass man da auch echt was erwarten kann. Hat mich auf jeden Fall überzeugt, war ein guter Einstieg. So, danach haben dann Hatebreed gespielt. Das war jetzt so die Band, die mich persönlich so am
ich will nicht sagen am wenigsten, aber doch eigentlich mich am wenigsten gereizt hat. Ich bin halt einfach nicht so dieser Freund von diesem Beatdown-Hardcore, wie man das nennt. Es ist halt sehr stumpf. Alle Songs klingen irgendwie, ja, doch irgendwie ähnlich am Ende des Tages. Live for this oder destroy everything. Ja, klar, ich meine, hat man ja gesehen, waren viele so im Pit und so weiter. Der Pit ging wohl mächtig zur Sache, da sind echt die Fetzen geflogen. Wer Bock auf sowas hat, der, ja, der braucht auch jetzt keine komplizierten Songstrukturen. Da geht's einfach darum, sich mal ein bisschen Energie aufzusaugen und abzugehen und sich ein bisschen anheizen zu lassen von dem Brüllaffen auf der Bühne. Wo man sagen muss, der Jamie Chester auch in alles in allem, auch wenn es nicht meine Musik ist, doch ein guter Frontmann ist. Er hat schnell das Publikum in seinen Bann gezogen und wusste auch, wie er mit den Leuten umgehen kann. Wie er so, hey, die Seite, kommt, mach mit. Das hat sogar irgendjemand einen Anfall bekommen in der ersten Reihe oder in den vorderen Reihen. Hat er irgendwas gesagt von wegen, you get a seizure by the lights. Also wahrscheinlich irgendwie einen Anfall bekommen, weil epileptisch bei diesen ganzen Strobos, die da waren. Ja, wie auch immer. Oder vielleicht hat er Mosch später einfach auf die Fresse bekommen. Man weiß es nicht. Ich stand ein bisschen weiter hinten. Ich bin jetzt nicht so der Freund von Moschpits, muss ich ehrlich sagen. Zumindest nicht an so einem Hardcore-Moschpit. Ja, bin dann auch dementsprechend kurz vor Ende, so glaube von den letzten zwei Songs habe ich mich nicht mehr angetan, bin dann lieber auf dem Balkon dort eine schmökern gegangen. Denn es ging dann, naja, ich würde sagen, ein bisschen hat es ja schon gedauert. Ich meine, klar, Dimmu Borgir haben ja ein bisschen was aufgefahren an Bühnenshow. Aber trotzdem war, finde ich, die Umbaupause noch im erträglichen Rahmen. Das waren vielleicht, oh, lass das mal 35 Minuten, maximal 40 gewesen sein, die sie gebraucht haben, um umzubauen. Und rein von der Show betrachtet kann man jetzt sagen, okay, da hat man schon einiges geboten bekommen. Ausladende Backdrops, viele Lichter, Nebelschwaden, die da hochgingen während des Gigs. Ja, da konnte man eigentlich sich nicht beklagen und auch so Kostüme gewechselt, erst so einen dunklen Kutten und ja auch viel eher so neues Zeug gespielt. Das war schon, ja, so mal auf einer theatralischen Ebene war das ganz okay, aber nach einer Zeit habe ich mir schon gedacht, so, boah, das neue Zeug ist echt schon scheiße. Die Songs sind halt so dermaßen, also Kumpel, mit dem ich da war, der Syrael, den ich auch von Tod gehört kennt, der war mit mir da, hat auch einfach gesagt, so, ja, das ist halt so ein bisschen wie Santiano. Also wenn du dir das Schlagzeug ein bisschen softer vorstellst oder auch die Gitarren so ein bisschen weicher machst, dann ist das im Grunde nicht weit weg davon. Ja, geht schon stark in die Richtung. Und ich habe auch bisschen auch sogar noch an Powerwolf denken müssen, gerade so diese sakrale, kuttenmäßige, schwarz-weiß, also so weich-schwarz-weiß, nicht so hart wie Corpsband mehr, sondern eher so theatermäßige Bemalung. Ja, das hat da schon alles so sehr an diese Art von theatralischen Darstellungen erinnert. Richtig geil fand ich The Serpentine Offering. Ist, glaube ich, auch von irgendwo so einem Album von 2007 oder so. Finde den Song mega geil. Ich glaube, da bin ich auch am stärksten abgegangen, weil ich halbwegs den Text kenne, weil auch wenn ich nicht der größte Demo-Fan bin, den Song mag ich doch recht gerne. Ja,
Indoctrination, das war, da haben sie auch ihre Kunden ausgezogen und haben dann so gesagt, ja, wie immer so ein bisschen Black Metal oder Do you wanna hear some more true Norwegian Black Metal? Wo ich und mein Kumpel sich angeguckt haben und gedacht haben, so, was heißt denn hier more? Fangt doch erstmal überhaupt an, Norwegian Black Metal zu spielen, weil das bis dato gebotene, naja, das kann man mit Mühe und Not als Dark Metal bezeichnen. Aber, wie gesagt, das war ganz geil und, Progenesis of the Great Apocalypse. Ich kann mir diesen Song nicht merken. Ich kenne den schon so lange, aber ich kann mir einfach nicht merken, wie der Titel genau heißt. Deswegen habe ich es mal rausgeholt. Ja, es ist ein, ich sag mal so, das ist natürlich auch ein total überladener Song, mega opulent und das Video, wenn man das dazu kennt, das ist einfach nur so total over the top. Aber dadurch, dass man, ich weiß nicht, ich habe einen leichten Fable für diesen Song, weil er, man ihn ja einfach schon auch in seiner jungen Zeit, als man noch so knapp 18, 19 war, auch in Metal-Kneipen noch lief und auch teilweise das Video da gespielt wurde auf Fernsehern, das ist einfach Erinnerungen, so ein bisschen, die dieser Song hochbringt und so ein bisschen Guilty Pleasure-Feeling kommt da auf. Und zuletzt war wirklich The Mourning Palace. Ja, Mourning Palace. Ja, ich habe immer wieder Probleme mit diesem Titel. Mourning Palace. Ja, das ist ein Klassiker. Kann man nicht anders sagen. Geiler Klassiker. Finde ich auch nicht schlecht dargeboten. Aber ja, wenn man es jetzt mal insgesamt betrachtet, klar, der Gig hat schon ein bisschen zu viel neues Zeug geboten und ein bisschen mehr altes Zeug hätte mir dann auch besser gefallen. Aber gut, das liegt auch wahrscheinlich auch daran, dass die halbe Band einfach nicht mehr da ist im Vergleich zu vor 12 Jahren. Also, naja gut, was erwartet man? Dann ändern sich auch meistens die Setlisten, aber ja, ein paar schöne Sachen gab es ja dann doch. Dann Creator. Und was soll ich sagen? Creator hat, glaube ich, die mit Abstand ja einfach den besten Gig des Abends gespielt. Muss man so sagen. Das war wirklich ein richtig geiler Gig mit fett opulentem Bühnenbild, mit so einem, mit ihrem Dämonenkopf, der die Augen geleuchtet haben am Backdrop. Das war so ein bisschen so Maiden-Feeling schon, was aufkommt mit Eddie und so weiter. Feuersäulen, die sie hochgeschossen haben, indoor, das ist mega geil. So luftschlangenmäßig, die da aus so Kanonen geschossen wurden bei verschiedenen Songs. Also, ja, da muss man schon sagen, das haben die schon mega gut gemacht. Songauswahl, wie gesagt, ich bin nicht ganz bis zum Ende geblieben. Ich glaube, ich habe die letzte Viertelstunde oder letzten 20 Minuten geskippt, wegen Zug. Aber bis dato hatten sie auch schon, ja, einige guten Sachen gespielt. Also die von den ganz alten Sachen habe ich, glaube ich, noch Flag of Hate mitbekommen. Ansonsten halt auch so andere, mittlere Klassiker wie Phobia. Also ich liebe Phobia, richtig geiler Song, auch wenn es aus der, ich glaube, nicht so beliebten 90er-Jahre-Phase ist. Und natürlich auch neuere Sachen wie Phantom Antichrist, Hordes of Chaos, das neue etwas, ich muss sagen, ja, geht ins Ohr, aber ist halt doch sehr stumpf, Satan is Real. Und aufgemacht haben sie übrigens mit der Enemy of God, mega geiler Song, hab auch ein Backpatch von. Und ich sag mal so, bei Creator kann man auch nicht viel falsch machen, egal was die spielen, ich feiere sie. Die haben halt so ein Grundgerüst, also ein Grundsound, der einfach geil ist. Sami ist ein mega guter Gitarrist. Mille ist halt Mille, muss man da groß sagen. Und da hat man echt Spaß. Also da ist die, stimmt die Show. Ich habe die jetzt, glaube ich, zum allerersten Mal, die ist, glaube ich, 2006 gesehen. Also auf dem Summer Breeze, jetzt
12 Jahre später, das hat sich eigentlich nichts geändert. Mille ist klar 12 Jahre älter geworden, aber man merkt es ihm nicht an. Er wirkt immer noch genauso frisch wie damals oder wahrscheinlich so frisch wie in den 90ern oder 80ern. Ja, die Band ist einfach großartig. Kann man nicht anders sagen. War ein geiler Abend, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Klar, Hatebreed ist nicht so ganz meins. Bloodbath wurde ein bisschen, natürlich ein bisschen verheizt am Anfang. Und Dimmu Borgir war jetzt auch durchwachsen, wenn man mal freundlich ist. Was mir halt noch ein bisschen sauer aufstößt, ist halt gut, was bei vielen Bands ist, die halt älter als 25 Jahre sind, ist das halt auch, wie bei, gerade bei jetzt bei Dimmu oder auch bei Crater hast, ist, dass sie halt oft so von der Bühne runtergehen oder dass immer 2-3 Minuten irgend so ein Interlude ist oder ein Gitarrensolo oder ein Drumsolo eingebaut wird, was man eigentlich ja nur noch so von, was man erst nur von Scorpions oder Motorhead oder Judas Priest oder so kennt, wo man sich dann denkt so, okay, sind wir schon so alt, dass wir solche ausgedehnten Pausen brauchen, weil kam mir dann doch schon ein paar Mal vor. Ja, nichtsdestotrotz war ein geiler Abend, hat viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch die Chance habt, auf die Tour zu gehen, gönnt's euch, hat mega, also ist einfach eine tolle Erfahrung und ja, wenn ihr auf der Tour wart, wenn ihr in Frankfurt wart, wenn ihr in Hamburg wart oder sonst wo die Tour halt gemacht habt, sagt einfach mal, wie ihr das Konzert fandet, welche Band euch am besten gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und ob ihr sie weiterempfehlen würdet. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist mit, ich glaube, ungefähr 50 Tacken kostet der Spaß pro Abend. Ist jetzt nicht ganz billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Man kriegt auch was für sein Geld geboten. Also, wie gesagt, kommentiert, liked und subscribed, wenn euch das gefallen hat. Oder disliked, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber wenn es euch nicht gefallen hat, habt ihr wahrscheinlich eh schon längst abgeschaltet. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.